Ein neuer Patient kommt zur Igelstation in Schmidtmühlen in der Oberpfalz. Ah, servus Heinz, grüß dich. Hallo Ege, grüß dich. Bringen wir mal einen Kandidaten. Ja, genau, haben wir ja schon drüber geredet. Dann schauen wir mal, was da los ist. Seit über 10 Jahren versorgt Elke Fleischmann unterernährte oder kranke Igel. Das hat sich herumgesprochen, bis hin zu Finder Heinz Leisner. Jawohl, am Dach unterwegs, ne, hast du gesagt, gell? Genau. Naja, da ist meistens was faul. Oh mei, der ist ja noch klar. Oh je. Ich kann ihn nicht haben, weil ich im 3. Stock wohne und einfach den Platz nicht dazu habe momentan, um ihn weiter aufzuziehen. Und außerdem möchte ich mich da einen Fachmann wenden, der sich einmal den anschaut, ob er nicht krank ist oder irgendwas anderes hat. Jetzt muss ich mal kurz noch die Handschuhe anziehen, weil die habe ich jetzt total vergessen. Handschuhe, warum? Weil der Igel Krankheiten hat und wenn der einen Pilz hat, dann kann der auf den Menschen übergehen. Ja, also er hat wahnsinnig viele Zecken, das sieht man jetzt am Auge, ne? Zecken übertragen Krankheiten. Elke will die kleinen Blutsauger später noch entfernen. Mhm, ein kleiner Bub, also das sieht man hier am Geschlechtsteil. Das sieht aus wie ein Bauchnabel. Und natürlich da auch jede Menge Zecken, am Po, Zecken überall. Also da siehst du jetzt zum Beispiel ja, jede Menge Milben, das ist schon ganz blutig. Die Stacheln, ne? Mhm. Dann röchelt er ganz komisch. Es ist immer ein Anzeichen von Würmern. Also die haben halt wahnsinnig viele Innen- und Außenparasiten. Und das würde er dann nicht überleben. Also über kurz oder lang wäre das sein Ende. Bei Elke Fleischmann hat der Igel aber jetzt eine gute Chance, den Winter zu überstehen. Sie hat erfolgreich eine Prüfung abgelegt und so die Genehmigung als private Pflegestelle für Igel bekommen. 6 ihrer aufgepäppelten Findlinge schlafen seit Herbst bei ihr auf dem Balkon. Doch an Silvester sind 2 Igel munter geworden, aber nicht wegen der Knallerei. Ja, also es wachen viele auf, weil die Temperaturen zu warm sind. Und der Igel stellt sich dann schon auch früher ein. Und dann wacht er halt auf, will natürlich sein Frühling genießen und ist aber noch nicht die Zeit da, weil die Insekten noch in der Erde sind. Er findet noch nichts und stirbt, ja, verhungert. Er friert, es kommt ja nochmal eine Kälteperiode und dann erfriert er halt. Und das ist das Problem. Ein Sorgenkind hat Elke Fleischmann noch. Dieser Igel hat nicht wieder in den Winterschlaf zurückgefunden. Ja, also man sieht jetzt schon, der ist sehr rund und groß. Der wird bald gehen, schätze ich, ja. Ich mag Tiere wahnsinnig gern und für mich ist es auch irgendwie wichtig, dass unsere Wildtiere überleben. Und wenn man halt dann immer hört, sie stehen auf der roten Liste und so weiter. Und für mich ist halt einfach das Gefühl, wenn der Igel dann wieder aufwacht, er ist gesund und ich weiß, er kann ausgewildert werden. Und wenn man dann auch noch von den Findern hört oder das Gebiet, wo man ausgewildert hat, du, der hat jetzt Junge bekommen oder der kommt regelmäßig zum Fressen, dann ist das wirklich toll. Also ein tolles Gefühl. Von dieser Begeisterung hat sich ihre Freundin Petra Tischler anstecken lassen. Auch sie will eine Igelpäpplerin werden. Ja, ich bin jetzt ganz aufgeregt, weil das ist ja eigentlich mein erster Igel und ich weiß jetzt gar nicht, was auf mich zukommt. So, Petra, da haben wir unseren neuen Schützling. Oh mei. Ja, der. Der ist aber noch gescheit geworden. Ja, der hat den Muss quasi jetzt aufgabelt, im Garten tagaktiv. Mhm. Aber jetzt lassen wir ihn erst einmal laufen, dass wir mal sehen, wie die Motorik oder so ist. Ne? Mhm, schauen wir mal, ob er das macht. Na? Geht doch. Ist lebendig, aktiv, schnuppert. So, Petra, also schaut ganz gut aus. Mhm. Als erstes machen wir uns mal an die Zecken. Traust du das zu, Petra? Ja, probieren kann man es einmal. Ich will es doch auch lernen. Jetzt glaube ich, habe ich nicht erwischt. Jetzt drehen, gell? Mhm. Sagst? Einfach rausdrehen und okay. Wieder. Okay. Jetzt. Wir wollen dir doch bloß helfen. Ein Anfang ist gemacht, doch dann wird's schwierig. Na, der macht jetzt so. Macht so? Nein. Na, dann hat er keine Chance. Ja. Dann wird das nichts. Ja, mag er nicht. Also wichtig ist halt immer, dass es dem Tier gut geht, dass der nicht so sehr gestresst ist. Auch. Jetzt gibt es erstmal Igel-Wellness, ein warmes Spezialbad.
Damit sollen die lästigen Milben entfernt werden. Und dann darfst du es selber machen. Mhm. Einfach von allen Seiten, links, rechts, ein wenig so, so rum. Jetzt kannst du übernehmen. Okay. Nimmst du ihn einfach so. Ich versuche mein Bestes, ich probiere es einmal. Schön, dass es Menschen gibt, die ehrenamtlich den Igeln helfen wollen. Das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Er ist jetzt nicht mehr so, finde ich, so stochelig. Ein Großteil der Milben schwimmt jetzt im trüben Wasser. Geschafft. Ja, einfach drauflegen. So, genau. Während sich der kleine Bursche erholen darf, macht sich Elke ans Versorgen ihrer noch wachen Schützlinge. Im Keller zwischen Waschmaschine und Boiler stehen drei Käfige mit vier Igeln. Zuerst wird immer gewogen. Oh, 637 Gramm. Perfekt. Perfekt für was? Für den Winterschlaf schon fast. Mit 700 Gramm geht's dann in den Winterschlaf. Als Anton im November bei Elke Fleischmann abgegeben wurde, war er nicht mal halb so schwer. Frei von Ungeziefer muss er jetzt nur noch etwas Gewicht zulegen. Ist jetzt Wasser, keine Milch? Nein, keine Milch, um Gottes Willen. Das verträgt der Igel überhaupt nicht. Also da kriegt er Durchfall, der hat ein Problem mit der Laktose und kann sogar dran sterben. Also Milch auf keinen Fall, ganz normal Wasser, das reicht. Und Katzenfutter, mehr gar nicht. Genauso falsch wäre es, Obst, Gemüse oder Haferflocken zu füttern. Denn Igel sind Insektenfresser. Als Alternative taugen Hunde- und Katzenfutter, auch Mehlwürmer oder ungewürztes Rührei schmecken ihm. So. Im Garten zwitschern die Vögel wie im Frühling. Elke Fleischmann ist nach Burg Lengenfeld gefahren. Dort schaut sie nach einem Igel, den sie aufgepäppelt und aus Platznot Finderin Marion Krotter zurückgebracht hat. Der Igel scheint schon im Winterschlaf zu sein. Ich hoffe, es klappt alles und er wacht wieder auf im Frühjahr und er kann wieder in seinen Wald zurück. Das macht man ganz vorsichtig. Das Geraschel stört den Igel nicht in der Winterruhe. Ah ja, ich habe ihn schon. Er ist hier. Also da freut man sich am meisten, wenn dann der Igel quasi wunderbar in den Winterschlaf geht, so schnell dann auch. Also innerhalb von 2 Tagen. Perfekt. Und am meisten würde sich Elke Fleischmann über Kälte bis ins Frühjahr freuen, damit alle Igel ungestört durchschlafen können.